Willkommen auf meinem Kanal, schön, dass du eingeschaltet hast. Heute geht es um das Gradnetz der Erde. Ja, was kann man eigentlich damit machen, außer Orte im Atlas zu suchen und zu finden? Das ist viel, viel mehr. Das Gradnetz der Erde ist die einzig sinnvolle Möglichkeit, die Lage von Orten auf der Erde ganz genau zu bestimmen. Und wer jetzt sagt, das brauche ich alles nicht, ich nehme einfach Google Maps, der nutzt das Gradnetz der Erde aber auch, ohne dass er das vielleicht direkt merkt. Denn hinter jedem Ort stecken Koordinaten. Und diese Koordinaten sind Punkte im Gradnetz der Erde, die man eindeutig zuordnen kann, also quasi wie eine Adresse. So besitzt jeder Punkt in Google Maps eigene Koordinaten. Aber nicht nur dort nutzt man diese, auch bei Hobbys wie Geocaching oder Pokémon Go nutzt man Koordinaten. Verbindet man mehrere dieser Koordinaten, also mehrere Punkte zu Linien, kann man Wanderrouten oder Fahrradtouren aufzeichnen und auch in digitalen Karten eintragen. Aber auch Vermesser, Piloten und selbst die Autonavigation nutzen das Gradnetz der Erde. Ich zeige dir in den nächsten 5 Minuten, wie das Gradnetz der Erde funktioniert und wie jeder Ort zu seiner eigenen Adresse kommt und auch wie du diese Adresse ganz einfach selbst bestimmen kannst. Wenn du noch mehr zum Gradnetz der Erde erfahren willst, dann kannst du meinen Kanal auch abonnieren. Ich plane noch mehr Videos, wo es dann auch noch mehr ins Detail geht. Wir starten heute erstmal mit den Grundlagen. Um einen Punkt auf einer Fläche eindeutig bestimmen zu können, benötigt man Koordinaten. Koordinaten sind Schnittpunkte von Linien und ich zeige dir das am besten mal an einem Schachspiel. Ich habe mal 2 Figuren platziert, eine weiße und eine schwarze. Und die Position kann man eindeutig bestimmen. Bei der weißen ist es F2, bei der schwarzen ist es B7. Und sowas ähnliches kennst du sicherlich auch aus der Mathematik. Dort gibt es Koordinatensysteme, bei denen man jeweils einen Zahlenwert für die X und einen für die Y-Achse bestimmt. Auch in Kino oder Theater ist es so, dass man über die Sitzplatzreihe und die Sitzplatznummer einen eindeutigen Sitzplatz bestimmen kann. Zurück zum Schachbrett. In der Ebene sieht das so aus mit geraden Linien. Wenn wir das aber über eine Kugel drüber legen, dann sieht das Ganze so aus. Und dann sehen wir hier Erstaunliches, aus diesen geraden Linien werden Kreise. Und zwar haben wir einmal Kreise, die um den Mittelpunkt herumlaufen und Kreise, die über den Mittelpunkt drüber hinweglaufen. Und so ähnlich ist das auch bei der Erde. Wir sehen hier Kreise um die Pole herum, das sind die Breitenkreise. Und Kreise, die über die Pole hinweglaufen, das sind die Längenkreise. Und damit kann man auch auf einer kugelförmigen Oberfläche sehr gut die Position eines Ortes bestimmen. Wenn wir uns die Längen- und Breitenkreise ansehen, stellen wir fest, dass diese unterschiedliche Eigenschaften haben. Breitenkreise zum Beispiel verlaufen parallel zueinander. Das heißt, sie haben immer den gleichen Abstand. Längenkreise dagegen sind nicht parallel. Ihr Abstand ist also unterschiedlich. Es gibt aber noch mehr Unterschiede. Fassen wir alle Eigenschaften der Längen- und Breitenkreise einmal zusammen. Beginnen wir mit den Breitenkreisen. Davon gibt es 180 Stück. Mit Zählen beginnen wir am Äquator. Der Äquator hat dementsprechend 0 Grad Breite und ist eine natürliche Linie, die die Erde in Nord- und Südhalbkugel teilt. Von da aus zählen wir 90 Grad nördliche Breite und 90 Grad südliche Breite. Wie schon gesagt, sind die Breitenkreise parallel zueinander und die Abstände sind immer gleich. Der Abstand zwischen 2 Breitenkreisen beträgt etwa 111 Kilometer. Dagegen ist ihr Umfang verschieden. Der Umfang der Erde am Äquator, also am 0. Breitengrad, beträgt etwa 40.000 Kilometer. An den Polen dagegen beträgt er 0 Kilometer. 90 Grad Nord und 90 Grad Süd sind also keine Kreise mehr, sondern Punkte, eben die Pole. Das sind dann auch die einzigen Punkte auf der Erde, die du ohne zweite Koordinate bestimmen kannst. Für alle anderen Punkte auf der Erde brauchst du noch einen Längengrad. Längenkreise gibt es auch 180 Stück, die um die Erde herum über die Pole verlaufen. Damit schneidet ein solcher Längenkreis ein und denselben Breitenkreis, aber gleich zweimal. So kannst du keinen Punkt eindeutig bestimmen. Deshalb betrachten wir auch nicht den gesamten Längenkreis, sondern jeweils nur die Hälfte davon. Und ein solcher halber Längenkreis, der nennt sich Meridian und verläuft immer vom Nord- zum Südpol. Davon gibt es also dann 360 Stück. Der Nullmeridian ist der Ausgangspunkt. Anders als der Äquator ist der Nullmeridian aber keine natürliche Linie, sondern wurde 1884 vom Menschen festgelegt. Er verläuft durch die Londoner Sternwarte Greenwich und von da ab zählen wir 180 Grad westliche Länge und 180 Grad östliche Länge.
Der Umfang aller Längenkreise ist immer gleich. Er entspricht dem Erdumfang, also etwa 40.000 Kilometer. Der Meridian von Pol zu Pol ist somit 20.000 Kilometer lang. Wir wissen somit also schon, dass die kürzeste Entfernung vom Nordpol zum Südpol immer 20.000 Kilometer sind. Der Abstand der Meridiane zueinander ist dagegen verschieden. An den Polen beträgt er 0 Kilometer, weil sich dort natürlich alle Längenkreise treffen, und am Äquator sind es etwa 111 Kilometer. Wenn wir uns das Gradnetz der Erde jetzt auf einer Karte anschauen, sieht das Ganze so aus. Äquator, Nullmeridian trage ich hier mal ein. Und damit ergeben sich vier Quadranten, und zwar einmal nördlich und südlich des Äquators die nördliche und südliche Breite, natürlich auf beiden Seiten des Nullmeridians. Der wiederum teilt die Erde in eine Region mit westlicher und östlicher Länge und auch das beiderseits des Äquators. Karten wie diese findet man meistens ganz zu Anfang eines Atlas und hat damit schon mal eine grobe Orientierung. Und wenn wir uns jetzt eine Stadt zum Beispiel raussuchen, ich wähle mal Paris als europäische Hauptstadt, dann wissen wir schon mal, wo wir suchen müssen. Sehr wahrscheinlich liegt das irgendwo hier im Bereich mit nördlicher Breite, östlicher Länge. Aber Vorsicht, Frankreich hat auch kleine Anteile mit nördlicher Breite und westlicher Länge. Dazu schauen wir am besten mal in eine Karte. Auf dieser Europakarte ist Paris mit drauf. Bevor wir die Koordinaten von Paris ermitteln, nochmal ein kleiner Tipp zum Ablesen der Koordinaten. Du weißt, dass die Breitenkreise von West nach Ost verlaufen. Das heißt ja auf einer Karte von links nach rechts. Das heißt, du würdest die geografische Breite entweder am linken oder wahlweise am rechten Bildrand ablesen können. Die geografische Länge, das sieht so aus, dass die Längenkreise von Norden nach Süden verlaufen. Das heißt auf einer Karte von oben nach unten. Du würdest also wahlweise am oberen Bildrand oder auch am unteren Bildrand die geografische Länge ermitteln können. Jetzt schauen wir uns mal Paris an. Paris liegt hier nicht ganz auf dem Schnittpunkt von zwei eingetragenen Längen- und Breitenkreisen. Das heißt, wir müssen vielleicht so ein bisschen schätzen. Aber wir schauen mal, was wir rauskriegen. Wir sehen hier, Paris liegt irgendwo zwischen 40 Grad nördlicher Breite und 50 Grad nördlicher Breite. Da es näher an den 50 Grad dran liegt, können wir sagen, ja, es liegt vielleicht bei 48, vielleicht auch bei 49 Grad nördlicher Breite. Bei der Länge müssen wir fast gar nicht oben an den Rand schauen, denn wir sehen hier, läuft eine Linie durch London. Das ist der Nullmeridian und Paris liegt östlich davon. Wir schauen nochmal die Skalierung. 0 Grad, 10 Grad. Das heißt, Paris liegt zwischen 0 und 10 Grad östlicher Länge. Ja, und hier würde ich mal schätzen, dass das vielleicht 2 oder 3 Grad sind. Das heißt, die Koordinaten von Paris sind etwa 48 Grad nördliche Breite und 2 Grad östliche Länge. Und dann schauen wir mal eine offizielle Seite. Und da steht das Ganze auch so drin. Wie du hier natürlich auch siehst, kann man die Koordinaten von Paris noch sehr viel genauer bestimmen. Und wie das Ganze funktioniert und welche Möglichkeiten es da gibt, das werde ich in einem anderen Video mal vorstellen. Ich habe auch noch andere Dinge zum Gradnetz der Erde in Planung. Das geht dann bis hin zu Entfernungsberechnungen. Auch das Thema Zeitzonen und Datumsgrenze soll nochmal eine Rolle spielen. Und wenn du diese Videos nicht verpassen möchtest, dann abonniere doch einfach meinen Kanal. Ansonsten hoffe ich, dass dir das Video gefallen hat oder dass es wenigstens irgendwo hilfreich war für dich. Wenn es so ist, dann lass mir doch gerne einen Daumen hoch da. Wenn du Fragen hast, dann schreib mir doch bitte was in die Kommentare. Zum Einstieg in die Thematik soll es das hier für heute erstmal gewesen sein. Wir hören und sehen uns dann beim nächsten Video.